Sie sind draußen geblieben. Wenn ein Angriff passiert, überleben Sie es nicht. Kommen Sie sofort hier rein. Okay, dann gehen wir lieber rein. Professor Lambrecht erzählt, dass die Stadtmauer zwischen 1,80 bis 3 Meter breit ist. Hier ist ein Teil von der Stadtmauer, teilweise 10 Meter hoch. Hier kann man sehr deutlich sehen, zwei Außenwände in Schotter und während der römischen Zeit noch später noch mit römischem Zement befestigt. Vielleicht können wir deswegen wahrscheinlich noch sind diese Überreste erhalten. Das ganze Gebiet, die ganze Türkei ist eigentlich Erdbebengebiet, hier auch, aber es ist noch sehr viel zu sehen. Okay.